Hallo! Hier bei den Dreharbeiten im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Burgruine Schloss Fürstenberg. Ein Kleinod für Kulturhistoriker und Kulturbotschafter. So berichtet die Geschichtswissenschaft der Baudenkmäler. Seit dem Mittelalter stehen gebliebene Originalburg mitten in den Weinbergen am Rhein bei Bacharach. Hallo Freunde, hier eine unveränderte Originalburg am Rhein bei Bacharach, die Burgruine Fürstenberg, eigentlich Schloss Fürstenberg, eine unveränderte, baulich gesehen, unveränderte Burgruine seit dem Dreißigjährigen Krieg, das war 1632, da wurde diese Burg am Ende ihres Lebens sozusagen von den Schweden zerstört. Mit der Landesdenkmalpflege wurden hier in den 90er Jahren umfangreiche Restaurationsarbeiten durchgeführt, aber auch konservative Maßnahmen zum Erhalt des Alten. Der bekannte Kulturhistoriker Georg de Hio hat gesagt, lebte um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Das Alte soll alt bleiben, soll im Alten erscheinen, unverändert, praktisch nur etwas ausgebessert. Man soll in dem Original Alten das Erlebte der Vergangenheit erkennen und miterleben. Georg de Hio, ein bekannter Kulturhistoriker, der insbesondere sich intensiv um die Restauration, Erhalt der Baudenkmäler in Europa einsetzte. Hochinteressante Burgruine am Rhein, einmalig. So etwas habe ich bei meinen Burgdreharbeiten bisher noch nicht gesehen. Dieser Film ist sicher sehr sehenswert. Okay. Hallo Freunde, noch einmal eine unveränderte Originalburg aus dem Mittelalter. Unverändert, so geblieben wie nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg durch die Schweden 1632. Die Burgruine Fürstenberg am Rhein bei Bacharach, ein Kleinod am Rhein. Diese Burgruine ist so, wie sie damals war, nach der Zerstörung. Sie wurde Ende der 90er Jahre vom Burgherrn, Herrn Gernot Stelter, ein Weingutbesitzer, intensiv in Zusammenarbeit mit der Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz restauriert und konserviert. Ein Kleinod der Geschichte am Rhein. Eine der wenigen Burgen, die unverändert sind, so wie aus dem Mittelalter. Nichts dazu gebaut, kein neugotischer Stil. Ganz im Sinne des bekannten Kulturhistorikers um die Jahrhundertwende, 19. 20. Jahrhundert, Georg de Hio. Ein Kleinod am Rhein. Wir haben die Freude, hier Dreharbeiten machen zu dürfen, besonders genehmigt von dem Burgbesitzer, Weingutbesitzer Gernot Stelter in Niederheimbach, Oberdiebach, etwas südlich von Bacharach gelegen. Eine einmalige Ritterburg. So, Freunde, das war unser Ausritt in die interessante Burganlage.